13 wirklich gute Entwürfe haben wir uns angeguckt. Natürlich kann nur einer gewinnen. Der erste Preis geht an das Studio Wessendorf in Berlin, gemeinsam mit dem Atelier Leudel. Und ich darf den Preisträgern meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ich stehe hier vor dem Siegerentwurf und möchte auf so zwei, drei Aspekte mal eingehen, warum dieser Entwurf uns überzeugt hat. Zum einen, er nimmt topografische Gegebenheiten auf der Eselswiese auf, integriert es in den Entwurf selbst. Des Weiteren hat er eine Mitte. Er berücksichtigt wesentliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Schaffung eines Schulstandortes und auch die Anbindung an den Bestand, das heißt an Alt-Bauschheim, über eine kleinteiliger werdende Bebauungsstruktur, und er nimmt bestimmte Wegebeziehungen ebenfalls auf. Entlang der Landstraße sehen wir ein Gewerbegebiet, was sich wiederum auch von seiner Struktur her etwas kleiner wieder darstellt, hin zum Grünzug bzw. zur eigentlichen Wohnbebauung. Ich freue mich darauf, dass dieser Entwurf in die Umsetzung geht, weil ich bin überzeugt, dass er genau die richtige Antwort auf die Fragen ist, die sich mit der Eselswiese für Bauschheim und für Rüsselsheim stellen.